Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es heißt wieder Let's Watch World of Tanks und wir schauen wieder mal dem Gretchen in seinem All-Time-Favorite, der Stuck, zu. Aber sind heute mal auf Flugplatz in einem Standardgefecht. Ich kenne die Runde wieder mal gar nicht. Wir machen auch wieder mal die Minimap etwas größer. Und das Einzige, was ich bisher gesehen habe, ist ein bisschen die Gefechtsauswertung, woran man ja ein bisschen immer so gucken kann, was hat er eventuell an Munition verschossen, was hat er eventuell getan, gemacht und so weiter, was einem gleich ins Auge fällt. Dadurch, dass das sein Lieblingspanzer ist, denke ich mal, seht ihr auf Position 4, 5, 6 eine große Ersatzteilkiste, ein automatischer Feuerlöscher auf 5 und ein großes Medikit Kit auf 6, dazu Schere und Tarnnetz. Neuer Tag, die gleiche Scheiße. Wir starten auf der rechten Seite der Map. Und ihr seht, ich habe mein XVM seit einer Weile aus. Gucken mal. Dann kann ich das auch zuklappen. Er fährt auf die linke Seite zum Verteidigen, okay. Auf der Map ist ja so immer so Standard TD auf Delta 9. Aber ja, dabei wird auch oft Malinowka-like die linke Seite vernachlässigt. Wir gucken uns jetzt mal an, wie das das Gretchen löst. Ihr seht, auch dort gibt es Positionen, wo man in verschiedene Richtungen wirken kann. Medis fahren ja gerne auf E5, E7, je nachdem von welcher Seite. Ihr seht jetzt auf dem Team so wieder drei Leute, drei Medis, Matildas und so weiter, die in der Base stehen. Und da zielt er auf die Standardposition, wie ich gerade gesagt habe. Da ist was, da ist was, da ist was. T34. Schön im Arsch. Wie fühlt sich das an, meinen Fuß im Arsch zu haben? Und komm. Oh ja. Yeah. Wenn es blutet, okay, aber trotzdem schön kann Damage. Ja, ihr seht, es kommt einiges über rechts. Es ist nur ein Churchill 3 auf der rechten Seite. Und ihr seht es ja auch, bei meiner Anzeige läuft es immer runter. Das heißt, im eigenen Team sind noch 11 Leute übrig, im Gegnerteam 13. Also entwickelt sich gerade in die falsche Richtung. Okay. Churchill 3 hält sich da noch wacker. Waschen Sie ihn. Der Skoda offen. Und der Churchill ist down. Ja, genau Schön. zwischen die Augen. Ist der Skoda sich da wegballern? Der Skoda T24, verzeiht mir, aber ich glaube, er ist etwas flatterhaft. Badumts. Ja, T67, Blindshot. Rechts kommt ein PZ3. Ah. Schaut nicht gut aus. Auch von den HPs. 800 Rücken. Wenigstens ist er weg. Noch 5 übrig gegen 9 andere. Bin ich ja mal gespannt. Da fällt der nächste, die BP. Black Prince.
Und in dem Moment sehe ich, wie das Gretchen auf Gold geschalten hat. Geschaltet hat. Das heißt, so ab jetzt, so spätestens jetzt, ist die Entscheidung gefallen, dass es gewinnen will. So. Ah, zu wenig. Ein bisschen weiter vorhalten. Da ist ein Schüler. Wenn es blutet, kann ich es töten. Nein! Geh in Deckung, der deckt dich auf. Ich weiter vor. Der arme Xer. Hier zu dritt halten sie jetzt den kleinen Hügel da gegen 9 andere. Läuft. Wieder der Moment bei BOT, wo das Wasser sonst wenn läuft. Schöner Snapshot. Churchill 3 bounced. Churchill 3 bounced. Ja, das ist jetzt, müsste man. Das ist so der Moment, da ist die große Ersatz der Kiste jetzt draufgegangen für eine Kette. Deswegen bin ich nicht so der Liebhaber von dem. Wenn man es nur für so eine Sache braucht. So, da kommt jetzt der T46, der will es wissen. Ich glaube, ich sag jetzt erstmal, die beiden sterben, die beiden Linken. Ist ja immer noch erst einmal Schaden. Jetzt das zweite Mal immer noch von Churchill drüben. Wieder von Churchill. Muss safe kommen nach rechts. Auf dem links ist der Stuart jetzt. Lass mal den aus dem Weg räumen. Der hat noch nicht verstanden, dass er mit seinem Stuart da nicht durchkommt. Ich glaube, spätestens jetzt weiß er es. Hoffentlich. Da ist wieder unser flatterhafter Kollege. Der ist auch weg. Jetzt der Churchill. Ich sag deiner Mom, sie soll mich nicht mehr anrufen. Oh. Oha. Naja, okay, Vierer, Type 95, 100%. Aber ihr seht's auch, das Gretchen zieht jetzt Schaden nach Schaden. Schon bei 1,5. Hat ja auch mal ein, zwei Blindshots gesetzt. Was hat er jetzt vor? Noch 129 HP von so einem 350. So ein Stück ist natürlich jetzt auch nicht mit episch viel HP ausgestattet. Und ist ja eigentlich nur ein Panzerzerstörer. Das heißt, das Gretchen jetzt gegen die letzten drei, wo der Type ist, wissen wir, wo die anderen beiden sind, wissen wir auch. Was tun? Nicht drauf fallen. Und alle bouncen. Nice. Jetzt nur noch. Der Church ist auch ein One-Shot. Alle 15 Goldschüsse weg. Das wird eine teure Runde. Und er steht seitlich. Er steht seitlich. Nein. 50 HP noch. Und es ist noch ein Alecto. Ist nur kein Haus kaputt fahren. Da ist er! Critical, ja, und jetzt fehlt ihm. Nein, was macht der denn? Was war das? Wieso stellt sich der Alecto vor ihm hin? Er hat ihn doch gekettet. Wieso versucht er nicht um ihn rum? Leute. Tja. Wer nicht gewinnen will, der macht sowas, würde ich sagen. Generell das Ganze nochmal in Bildern. Ihr seht, das ist wieder eine Variante von WOT Replays EU. Panzerass, Verteidiger, Stahlwand, Krieger, Großkaliber, alles so mit bei. 2200 Schaden. Das muss man sich dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon eine Menge. Auch wenn er Top-Tier war, muss man das erstmal drücken. Hat das Gegnerteam natürlich mit reingespielt. Hier seht ihr auch dann das Ergebnis dafür, dass man 15 Mal Gold geschossen hat.
aber man hat es gewonnen. Und für die, die jetzt wieder anfangen, Gold Noob, Gold Noob. Ne? Ihr kennt das Thema. Premium-Munition ist halt erlaubt, ist so drinne. Ja, schöne Runde, muss ich sagen. Wenn ihr auch Replays habt, könnt ihr die gerne einschicken. WLT-Replays könnt ihr sowas hochladen. .eu könnt ihr die Replays hochladen. Das hatten wir in unserer Gruppe auch das Thema. Dort sieht man dann auch nochmal die Gefechtsergebnisse. Jetzt habe ich davon Screenshots gemacht. Ich fand sie nett, die Runde. Falls sie euch auch gefallen hat, gebt gerne ein Däumchen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder haut euch einfach die anderen Videos mal rein. Ich genieße weiterhin andere Videos und wünsche euch bis dahin viel Erfolg auf dem Schlachtfeld.